und ich sitzen hier wieder heute nochmal in unserer kleinen Bastelbude hier, während der Corona-Zeit. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Das ist das Allerwichtigste. Keiner sich angesteckt hat. Wer sich natürlich bei F3K eingesteckt hat, das finde ich gut, aber nicht bei Corona. Also, so, wir wollen heute einen Wurfstift einbauen. Filmst du schon? Ja. Also ich habe hier ist senkrecht quasi so zur Fläche ein Kohlecap drin. Das kann ich euch noch mal eben zeigen. Also hier ist eine Verstärkung drin. Das ist so ein Knickschutz, weil wenn ich hier anfasse, ist es ganz häufig so, dass ich hier unten mit dem Finger drücke und hier oben drücke. Und wenn hier gar nichts ist, dann drücke ich irgendwann das Gewebe hier ein. So, und hier ist jetzt also senkrecht so ein Kohlecap drin. Den habe ich mir jetzt hier angezeichnet. So, dann muss jeder so ein bisschen gucken, wie groß seine Finger sind. Ne? Ich kann das nicht da hinten hin machen, sondern ich muss so, dass ich auch hier quasi an dem Randbogen vorbeikomme. Was man noch machen könnte, wenn das zu kleine, kurze Finger sind, dass man den Randbogen etwas abrundet am Ende. Sonst schneidet man sich fürchterlich die Finger auf. So, hier unter ist auch noch eine Verstärkung. So, upsala, da habe ich meinen Wurfstift. Aber nun kommt wieder mein Herr Kollege hier. Ich mache nicht alles mit der Maschine, sondern nehme dann eine Feile zur Hilfe. Ich kann auch Schmeckelein nehmen, das ist egal. Schon sitzt er da drin. Mir ist das gar nicht. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich schleife das nochmal schön rundherum an. So, dann klebe ich mir das ab. Ich werde ihn jetzt heute nicht mehr einkleben, weil wir sonst heute mit dem Film nicht mehr fertig werden. Klebst du das jetzt ab? Weil ich dann nachher zeichne, ich mache gleich eine Zeichnung dafür. Ich mache nachher so eine Wulst um den Wurfstift. Und wenn ich das nachher abziehe hier,
Und ich damit dann eben nicht das ganze Harz ab. Ich klebe das ganze Harz auf der Fläche und ich klebe auch den Wurfstift mit 24 Stunden Epoxy ein. Also ich mache da auch immer so einen Wulst drum, aber mache das mit Tixo so dick, dass das nicht weg kann sozusagen. Oh, ich bin da immer so ein bisschen ängstlich. Ich mache das dann immer so hier. Ich glaube da. Aber lässt du den dann die ganze Zeit so dran? Nee, wenn das nachher mumpig ist, also sprich, dann ziehe ich das schon ab. Dann kann man das noch so ein bisschen mit dem Messer anformen, dass das auch passt. So, und ich mache hier nachher quasi... Also ich mache das so, dass ich dann quasi, das ist mein Flügel, hier sitzt mein Wurfstift drin und ich mache hier wirklich so eine schöne runde Naht, oben und unten, dann habe ich auch noch einen gute Übertragung aufs Gewebe. So, da ist mir noch nie einer rausgerissen. So muck wie das. So, was brauchen wir denn jetzt hier? Das brauchen wir. Das brauchen wir. Oder das können wir gebrauchen. Dann brauchen wir einen Tixo. Tixo-Topiermittel. Ja, fangen wir mal an. Also, was brauchen wir heute? Wir brauchen natürlich einen Flügel. Wie ihr gesehen habt, haben wir beim letzten Mal schon mal gezeigt. Der ist vorgearbeitet gewesen. Wir haben hier schon den Wurfstift ausgearbeitet. Wir haben das auch schon mit Klebeband abgeklebt, damit man nicht so drum rumsaut. Wir brauchen ein bisschen Harz, habe ich schon mal vorangerührt. Wir brauchen etwas Tixotropiermittel. Ja, das ist also so ein Pulver. Also das ist, seht ihr, so ein... Man sollte das nicht einatmen, das soll ungesund sein oder ist ungesund. Man soll es auch nicht schniefen, obwohl es so aussieht. Ja, und dann mache ich jetzt hier heute mal was. Kann nicht jeder machen. Ich habe hier noch Kohlemehl. Das ist von 0 bis 0,2 mm Fasern. Ja, ist natürlich ein tierischer Schmierkram. Aber der Vorteil von Kohlemehl ist, dass man ein relativ hartes Laminat nachher bekommt. Oder eine harte Raupe. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Wurfstift. So, dann habe ich hier nochmal drei verschiedene Schleifpapiersorten. Einmal ganz normales, mein normales Schleiflein. Dann habe ich hier ein 400er Wasserschleifpapier. Und ich habe hier noch ein 1000er Wasserschleifpapier. Das ist für manch einen unüblich. Das ist schon so. Es gibt das auch noch in 2000, 3000, 4000 und 5000er sogar. Wenn man mit 4000 schleift, braucht man nicht mehr polieren. Das wird also glatt wie ein Kinderpopo. So, und da werden wir jetzt noch mal eben erstmal den Wurfstift nacharbeiten, weil diese Wurfstifte sollen ja geschmeidig an der Hand liegen. Und alles, was an Kanten dran ist, sollte man abschleifen. Achso, zu den Wurfstiften. Also es gibt einmal hier diese normalen Wurfstifte. Dann gibt es hier solche T-Wurfstifte. Ja. Die werden von außen in den Flügel eingesetzt. Ich benutze immer diese hier. Den habe ich mal irgendwo geschenkt bekommen. Benutzt bitte nicht, wie das so in den... vor 10, 15 Jahren und bei manchen Modellen scheinbar immer noch üblich ist, so ein rundes Rohr da einfach nur am Ende in den Flügel einsetzen, weil das macht ja euch die Finger mit kaputt. Da könnt ihr lieber ein Stück aus Holz schleifen mit ein bisschen Gewebe dahinter oder sonst was oder aus Sperrholz irgendwas Vernünftiges machen, was man vernünftig anfassen kann, aber lasst diese Rohre irgendwie weg oder schneidet die raus aus den Flügeln. Also das macht keinen Spaß. So, jetzt schleife ich den nochmal eben hier ein bisschen über. Das heißt, ich nehme jetzt hier überall an den Kanten nochmal das weg, dass das geschmeidig wird. Also wir sitzen hier jetzt heute hier schon ein bisschen im T-Shirt. Heute war es hier in Stade ganz schön warm.
Das war schon ganz gut. So, jetzt gehen wir als nächstes, gehe ich da mit dem 400er nochmal rüber, an den Kanten. Wobei manchmal muss man es auch am Flügel nachher nochmal nachschleifen, also es ist nicht immer so, das merkt man erst eigentlich, wenn man richtig viel wirft. Manche ziehen auch Handschuhe dabei an. Ich mag keine Handschuhe, ich habe auch mal eine Zeit lang mit Handschuhen geflogen, aber mir die Finger dann vorne, die Fingerkuppen abgeschnitten extra von den Handschuhen, kann jeder machen, wie er will. Da gibt es... So, wenn das alles ein bisschen geschmeidig ist, keine scharfen Kanten da ist, also dass man so, kennt ihr den Begriff Handschmeichler, also so ein Stein, der so schön in alle Richtungen ausgerundet ist, dann ist der Wurfstift gut. Denkt daran, dass ihr das Ding in den Fingern habt und euch damit wirklich, man kann sich da wirklich mit verletzen mit den Dingern, wenn die schlecht geschliffen sind. So, in dem Bereich, wo wir kleben wollen, brauche ich ihn noch mal ein bisschen doller an mit meinem 120er Schleifpapier oder Schleifleinen. So, jetzt rühren wir hier. Und das Harz an, ich habe da bisher nur härter und so, jetzt machen wir noch ein bisschen Kohlemehl rein, also ein bisschen mehr. Oh. Also beim Kohlemehl müsst ihr ein bisschen aufpassen, ganz gesund ist das auch nicht. Wir machen jetzt hier nochmal wieder so eine Mumpe. Also Mumpe gleich angedicktes Harz. Ich habe 10 Gramm genommen, brauchen wir ein bisschen mehr. So, das sieht gut aus. So, da brauchen wir auch keine Farbe reinmachen durch das schwarze Harz. So, jetzt machen wir als erstes. Ein bisschen Harz überall drauf. So. Und benetzen auch noch mal das ein bisschen. Verkehrt rum, nicht verkehrt rum einbauen. So. So, man kann das mit Augenmaß machen. Es gibt Leute, die setzen den Wurfpin 0, irgendwas Grad aus der Richtung und etwas schräg. Also ich mache das eigentlich nie. Gebe ich mal ganz ehrlich zu. Bin da nicht so. Ich habe da noch keine schlechteren. Ja, vielleicht werfe ich deswegen nicht so hoch. Aber ich glaube eher nicht an meinem Körper. An der Schwungmasse hier. So. So, nun mache ich hier noch mal eine schöne. So, und der Vorteil jetzt ist eigentlich dadurch, dass ich das abgeklebt habe, kann ich ruhig ein bisschen rumsauen. Ne? So viel Harz brauchen wir gar nicht. Also bei Rohrzellflügeln wird das meist nicht so gemacht. Die kleben manchmal ihre Wurfstifte nur mit Seko ein.
Das geht aber bei den Hartschaumflügeln geht das nicht. Der Schaum auf. Und ich mag es lieber, wenn hier so eine schöne, saubere, kleine Wulst ist. Die schleife ich nachher sogar noch etwas nach. Das heißt, wenn das ausgetrocknet ist, gehe ich noch ein bisschen Schmirgelpapier dabei und schleife das ein bisschen. Also mit dem Kohlemehl ist das auch immer so ein bisschen Geschmiere, muss ich sagen. Schöne schwarze Finger. Und du darfst das auch nicht mit dem Staubsauger aufsaugen, weil wenn ihr Pech habt, explodiert das, wenn das Mehl mal ausgekippt ist, explodiert euch der Staubsauger. Der mag das gar nicht mit so viel Kohle. Die ist nämlich elektrisch leitend. Schöne runde Wulst. Dazu eignet sich auch besonders hier diese kleinen Holzstäbe, die sind oben rund. Kann ich auch die Rundung mitziehen. Einigermaßen jedenfalls. So, was über ist, hier entsteht nachher eine leichte Kante durch das Klebeband. Da gehe ich ganz ein bisschen nachher noch mit Schmirgelleinen drüber. Und man kann es natürlich auch ohne machen, aber manche können das auch besser als ich. Kann jeder seinen Weg finden. Aber keine Angst haben, einfach machen. Das ist sowieso so. Also ich habe immer wieder in Gesprächen, haben alle immer Angst vor dieser Harzpanscherei. Aber das ist eigentlich kein Hexenwerk. Man muss einfach beigehen und kann da eigentlich so gut wie gar nichts falsch machen. Na gut, wenn es hier ausgehärtet ist und dann total Murks, ist das was anderes. Aber in der Regel, wenn man sich die Mischungsverhältnisse von den Harzen und die Zeiten vor allen Dingen einhält, die Aushärtezeiten und, ist das eigentlich gar kein Hexenwerk. Viele haben da Angst vor und sagen, oh, und das nee, und habe ich, das will ich nicht und das mache ich nicht. So, jetzt packen wir den schon mal weg. Mal gucken nochmal. Ganz still. So, jetzt lassen wir das aushärten und dann gucken wir mal, was morgen passiert. Ich bringe das mal eben weg.